Aber er schießt doch gar nicht rauf, ne? Das ist ihm einfach nicht so. So, warte mal jetzt kurz. Wir müssen jetzt mal kurz überlegen, wir... was wir machen müssen. Darf ich das mal bewegen hier? Nein. Hitti. Aber ich sehe auch gar nichts. Ja, ja. Aber wohin? Ja, er macht's ja nicht. Ich muss irgendwie das Ding hier runterkriegen, auf jeden Fall. Aber da... Es war ja nur einer, ne? Es war ja nicht irgendwie, dass hier noch einen im Bogen... Nee. Wie kriege ich denn das runter? Das Ding hier. Soll ich einfach kaputt machen oder was? Shit. Okay, also kaputt geht's nicht. Soll es überhaupt eine Möglichkeit geben und es swappt? Da ist ein Knoten am Kran. Ah, da oben hat er nicht gesehen. Ohne Witz, habe ich nicht gesehen. Ja gut, dann ist natürlich klar, ne? Okay. Alles klar. Schalt den Laser ein. Ein Laser, bitte sehr. Perfekt. Wenn ich den Motor überlade, wird er explosiv. Und explosiv ist gut. Wenn ja, explosiv ist richtig geil, Alter. Runter! Gut jetzt. Fast geschafft. Da kommen wir raus. Gib mir ein paar Minuten. Da steht ein Panzer übrigens. Sie wissen, was wir vorhaben. Kein Wunder. Es gibt nur einen Ausgang. Hat doch nur ganz kurz explodiert. Ich kümmere mich um die Wache. Du machst diese Tür auf. Alles klar. Ich bin bereit. Eins noch. Hast du je überlegt, mich anzurufen? Zu sagen, dass du Spider-Man bist? Klar. Weißt du, nach dem Tod meiner Eltern musste Rick quasi zu meinem Dad werden. Ein Bruder fehlte mir trotzdem nicht. Denn ich hatte ja dich. Finn, ich... Mach die Tür auf! Das hält nicht ewig! Geh! Ich komm klar, geh schon! War ganz so ein typischer Angstschiss. Wow! Ja, gut. Forschungsabteilung wohl in den Kampf gegen uns fließt. Den unsichtbar BGE. Schon abgeschrieben. Zugriff auf die Maschinen, wenn du was bewegen willst. So. Erste Brille ist aus. Alles klar da drin? Ja, die Netze sichern die Tür. Aber die Basis ist in Alarmbereitschaft. Sei vorsichtig. Das heißt Lampe, ne? Ja. Es gibt nur einen Ausgang aus der Basis. Sie müssen hier durchkommen. Ich weiß. Bong, den Move finde ich immer am besten, ne? Und ausgenockt. So, okay, warte mal. Hier war noch einer. Aber das können wir erstmal egal sein, weil... Johnny Boy ist weg. Guck mal, da drüben den einzelnen Dude nehmen wir... noch mit. Ja, genau. Komm mal ein Stück ran hier. Ja, perfekt. Mann, also ihr seid... Also kooperativ... Kooperativer kann man schon gar nicht mehr sein. So, warte mal. Dich nicht, aber dich würde ich ganz gerne holen. Ja, warte. Oh, er wollte gerade einen Lagerbrief abgeben. Entschuldigung. Okay, die laufen da unten. Er läuft hier. Den holen wir jetzt. Sehr schön. Ja, sie ist die Bäuerkind-Train zum Schleichen, ey.
So, ah, guck mal hier, warte mal. Wann ist die hier, die ich da einsetzen kann? Ja. Nein! Okay. Gut, gut. Ach, scheiße. Yep. Aber ich habe trotzdem irgendeine Trophäe bekommen, weil ich irgendwas gemacht habe. Eigentlich wollte ich ja... Es war klar, was ich machen wollte, ne? Eigentlich. Scheiße. Gut, okay. Aber gerade neu gesagt, ja, ihr Training, oh ne, Dreck. Ich muss mal eben hier kurz wechseln. Ich weiß, du vertraust mir nicht. Du hast recht. Wie können wir das ändern? Hör auf, mich zu hintergehen. Und tu nicht so, als hätte ich das nicht durchdacht. Niemand wird verletzt, wenn ich die Kamera spiele. Niemand außer Roxxon. Du weißt, sie haben verdient. Gut. Versprich mir, dass wir darüber reden. Ich werde auch zuhören. Oh shit. Gut zuhören. Ich habe mich entschieden, mein. Finde dich endlich damit ab. Alter, bist du dann einfach weggeboxt hier. So, das war's, oder was? Das war eure Verstärkung, oder was? Tja. Glaub's ja wohl. Hallo. Bäm, Alter. Boom, Alter. Ist das eine geile Scheiße. Wo bist denn du? Ach, guck mal hier. Ist es denn eigentlich normal, dass man hier bei irgendwelchen Sachen, so mitten im Kampf so irgendwelche persönlichen Dinge irgendwie bequatscht? Ist doch nicht normal, oder? Also ich kenne mich ja nicht aus, aber ich kämpfe selten, wenn ich persönliche Dinge zu klären habe, aber. Kommst du? Die Türen sind verriegelt. Ich finde einen anderen Weg. Ja. Was, wenn wir Ricks Tod öffentlich machen? Hast du Beweise? Ich glaube nämlich nicht, dass das Wort von zwei Maskierten den Leuten reicht. Du bist nicht maskiert. Da ist der Ausgang. Hey. Wiedergefunden. Danke. Ich kenne das. Das ist Kriegers Labor. Krieger hat ein Labor? Ist reine Show, aber ja. Rick hat mir mal ein Foto gezeigt. Kriegers Labor. Warte. Hier sind alle nur vom Projektdaten drauf. Toxizitätsberichte, Sicherheitsberichte und überall steht Kriegers Name. Das kann Roxxon vernichten. Shit! Gefällt dir der neue Look? Immun gegen deine kleinen Blitzdinger. Blitzdinger? Komm schon, Mann. Das ist dein Ende! Alter, nice! Spider-Man! Ja, warte mal. Wow, yeah! Guck mal, hier so ein Ding kaputt. Ja, nice, Alter. Genau so hat mir das gedacht. Du bist ein würdiger Gegner. Danke dir. Ich schenke dir einen guten Tod. Boom, Alter. Hier, pass auf hier. Geradeaus nochmal als Panzer. Dang. Zack, Alter. Wieso rum eigentlich, Benni? Bam, Alter. Hier, so, zack. Und du kriegst Unerinner und du kriegst Unerinner, Bruder. Hey. Jawohl, so wollte ich eigentlich haben. Oh, komm her hier. Und zack, nochmal gegen das Ding. Oh, da ist das Horn ab. Ja, also Panzerschwert. Ja. Er wird ein Panzer. Interessiert mich nicht, Alter, hier. Motoren auflade?
Wow, 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 Alter, was geht hier ab? Digga, wie geil. Entschuldigung. Ich weiche einfach alles aus. Einfach alles ausweichen. Hey, was ist los? Hier, warte. Hey, hallo. Komm, geh, Venom. Hey, ich wollte hier da auf Gameboxen eigentlich, ne? Wow. Da wollte ich Gameboxen. Warum macht denn der das nicht? Also jetzt. Ja, warte, hier. Bam, Alter. Achso, warte, hier, komm mal. Ach, scheiße, die Wand an. Ehrlich mal. So was machen wir nicht. War schon einige gekillt, aber gut. Hier, warte, hier. Finisher, Mann. Bam, Alter. Alter, hab ich ihn weggeboxt oder was? Hey, Johnny Boy, Alter. Spannen sich mal bitte. Hä? Ist nur. In den Arsch getreten. Ach, scheiße, ja. Ich muss sagen, ich mal ein bisschen Lebensenergie auf freshen hier. Hey, Alter, wie du abgehst, Junge, das ist ja voll Laser, Bruder. Hey, was ist denn? Was war das hier? Oh, komm, von hier her. Hey, hallo, hey. Ja, perfekt, Alter. Nice. Venom. Bam, Alter. Und hier kommt Krieg gleich noch hin. Zack, Junge. Warte, Finisher, hier. Zack, Junge. Alter. Oh. Geiler Fight, Alter. Und pass auf, dass er nicht irgendwas macht. Bin gleich zurück. Was meint er damit? Kriegers Daten werden Roxanne vernichten auf die richtige Weise. Weißt du, Krieger hat mir erzählt, wie dein Bruder starb. War sehr amüsant. Klappe. Er hat auch gesagt, es war deine Schuld. Krieger hat den Reaktor aufgerüstet. Wollte ihn überladen. Er hat Zeitdruck. Wenn Finn ihren Plan durchzieht. Oh mein Gott. Harlan. Du musstest zuschauen. Hilflos. Familie. Meine Familie ist tot.
brauche Hilfe. Ich besorge ein paar Lappen und Antibiotika. Okay. Miles? Wo bist du? Pero qué pasó? Was hast du da? Ich muss dir was sagen. Finn greift die Plaza an. Ja. Dann warst du das, der sie durch die Stadt gejagt hat. Als Spider-Man. Du hättest sterben können. No lo puedo creer. Warum hast du nie was gesagt? Die ganze Zeit. All unsere Gespräche, wie man auf sich aufpasst. Und jetzt? Du hättest dir nur Sorgen gemacht. Und der andere Spider-Man ist weg. Ich mach alles nur schlimmer und schlimmer. Und jetzt bist du sauer auf mich. Miles. Nichts, was du tust oder bist, wird mich jemals davon abhalten, dich zu lieben. Nada. Du gibst mir Kraft, Miles. Das reicht schon, um ein Held zu sein. Man beweist Mut für geliebte Menschen. Einfach nicht aufgeben. Gloria übernimmt Feast und Theo hilft uns, alle zu informieren. Perfekt. Starten wir mit der Evakuierung. Treffen wir uns draußen? Du erinnerst mich immer mehr an deinen Vater. Pass auf dich auf. Mach ich. Hey, ich verbreite, dass Harlem evakuiert werden muss. Dann gehe ich mit deiner Mom von Tür zu Tür. Okay, cool. Ich wollte sagen, danke, dass du immer für mich da bist. Hey, ich brauche vorher noch deine Hilfe. Kein Problem. Ich will die Underground-Aktivitäten mit potenziellen Nuform-Lagern abgleichen. Oh, vielleicht kannst du Oscorps Überwachungstürme hacken. Bin dabei. Das wird aber eine Weile dauern. Schon okay. Danke, Mann. Ich werde mich kurz lang machen. Dann geht's weiter. Ja, da sind die Karten wohl gefallen, würde ich sagen. Oder? Meine Fresse. Wie softe Easy Peasy, die einfach die Eltern immer damit umgehen, dass ihre Kinder einfach Superhelden sind. Aber ja gut, so ist das halt in der Comic-Welt. Ich mal Klet Päuschen. Vielen Dank für das Einschalten. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Wenn ihr dieses Projekt unterstützen wollt, lasst mir doch gerne ein Like und ein Abo da. Und hey, schreibt mir gerne in die Kommentare, ist überhaupt kein Problem. Und ja, folgt mir gerne auf Twitch, wenn ihr mich mal live sehen wollt. Und ich sage mit allen bekannten Worten, bis neulich, Freunde.